Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Cube VR. Das letzte Mal habe ich ja ein bisschen Zeug eingeschmolzen. Bäm! Haha! Klar, mal ein bisschen von Gold und Kohle erschlagen. Und ja, heute werde ich ein bisschen was anderes machen. Dort seht ihr ein Portal. Ich habe nämlich noch eins ein bisschen weiter hinten gebaut. Und das erste, was ich machen will, ich will eine neue Mod ausprobieren. Sollte. Ja, sind nicht. Ja. Feuerwerk. Dark Wood und einfach nur eine Farbe. Lass mal ausprobieren. Dark Wood und Farbe. Farbe, Farbe. Hier, rot. Lass mal ausprobieren. Was ist das? Hit me with a stick or arrow. Lass mal ausprobieren. Wir waren in verschiedene Richtungen. Warte, ich brauch Farbe. Ich brauche Farbe, hier ist weiß. Ich glaube, ich habe noch blau in meinem Rucksack. Gibt es auch schwarz? Rot? Weiß? Grün? Ah, habe ich hier Farbe? Habe ich hier Farbe? Aber das ist. Das werde ich auf alle Fälle, wenn ich Geburtstag habe, nutzen. Und wenn ich mein zweijähriges Jubiläum für mein englisches Let's Play habe. Das ist richtig cool. Das ist so schön. Das gefällt mir. Schon hat der David gute Laune. So muss das sein. Gefällt mir richtig gut. So. Ich mach mir noch mal die anderen beiden. Ich habe ich Kohle Holz einstecken? Nö. Dann werde ich was aus meinem Bestand nehmen müssen. Und ich will noch mal eine Mod mir anschauen. Die habe ich schon eine ganze Weile. Und die gibt es jetzt in einer neuen Version. Das ist die Grabe-Mod. Da war ich anfangs tatsächlich kein allzu großer Freund von, weil ich kann auch einfach. Ich wollte gerade sagen, warum ist es so viel. Warum liegt der Strom? Wollte ich sagen, warum ist es so viel Nebel? Hab vergessen, meine Sichtweite zu erhöhen. Nicht kann er. Nicht kann er. Hier kann man sogar. Ich hätte die mit hochholen sollen, ich Trottel. Mache ich einfach von jeder Farbe nochmal eins. Gold. So. Also. Farben sind hier drüben. Grün. Blau. So. Rot-Weiß hat man. Regenbogenfarben, das würde mich jetzt auch noch interessieren. Und meine Grabe-Mod, die müsste jetzt hier sein. Genau. So.
Was natürlich noch cool wäre, wenn man Mods im Spiel deaktivieren könnte. Weil jetzt zum Beispiel hätte ich ehrlich gesagt keinen Bock auf meine Gegner-Mod. Leben sind aus, gut. Ich will mein Feuerwerk im Dunkeln genießen. So, grün. Das sieht cool aus. Yay! Großes neues Jahr! Geh weg. Geh weg. Ja. Und tschu. Ah, das war nix. Ah, irgendwie habe ich gerade richtig Spaß dran. Die hat es leider sonst wohin geschleudert. Herrlich, so muss das sein. Das müsste Regenbogen sein. Oder ist das... Ja. Yay! Wenn man das von ein bisschen weiter weg betrachten will, kann man so abschießen. Vorausgesetzt, man trifft. Ist schon richtig cool. Das ist eine geile Mod. Da weiß ich doch, was ich heute als Review für nächste Woche mache. Herrlich, 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 herrlich. Das gefällt mir. So, und für die nächste Mod muss ich wieder hochgehen. Ich hatte ja vorher schon mal die Grabe-Mod benutzt. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich war anfangs nicht so begeistert davon, weil ich halt lieber gerne selber rumklöppel. Aber ich habe der Mod Unrecht getan. Die macht ihren Job einfach richtig gut. Man kann einstellen, wie groß der Tunnel sein soll, dann drückt man den Knopf und dann buddelt die. Wo ich hier unten das hier alles ausgegraben habe, das hier alles, das hätte die Mod im Alleingang gemacht. Das zeige ich euch gleich mal. Tunnel. So, flack mal einfach mal hier hin. Du bist mir zu sehr auf dem Boden, da komme ich doch gar nicht ran. Bin ich viel zu faul. Das macht dich hier auf Augenhöhe. So. Also mit Verschieben funktioniert es scheinbar nicht. So. Hier kann man jetzt sagen, ich will in die Richtung expandieren. Noch eins. Zack. Und ich will in die Richtung auch noch ein bisschen raus. Kann man hier so drauf drücken. Das ist cool gemacht. Ne, eins mehr. Warte mal, das kann ich mir merken. Ich will eins runter. Und ich will noch... wie viel will ich hoch?
Das muss ich auch noch, also noch eins hoch. Eins hoch. So, von der Tiefe will ich, sagen wir mal, 10, 11. Und dort. 3 Minuten. Na dann, los. Ah, hier. Wenn man ein bisschen weiter weg geht, sehen wir es vielleicht sogar. Ich mach mal Licht. Tak, 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 tak. Sehr schön. Ist das nicht herrlich? Und in der Zeit, wo der hier mir die Höhle gräbt, kann ich was anderes machen. So, hier so die letzten Schönheitsfehler beheben. Du bist ein falscher Block. So. Die hier weg. So. Sehr schön. Und wenn da irgendwo jetzt zum Beispiel ein Goldblock oder so ist, lässt er den stehen. Dann kann ich dann nachher, wenn das soweit ist, einfach hingehen und den wegmachen. Das ist richtig cool. Spart man sich wirklich einiges an Zeit. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Vorher musste man ja immer mit einem Stock die einzelnen Sachen drücken. Ich finde es richtig cool, dass man das in dem Block jetzt, da hat er sich richtig Mühe gegeben. Also, da muss ich auf alle Fälle, die Mod muss ich auch nochmal ein neues Video machen. Werde ich wahrscheinlich gleich im Anschluss dann nochmal für die Mod ein neues Video machen. Und das direkt noch heute hochladen. Und die Feuerwerksmod werde ich auch nochmal machen. Die ist einfach noch cool. So, und was wollte ich jetzt machen? 3 Minuten hat er gesagt, braucht er dafür. Er hat ja die Settings gespeichert. Und im Grunde kann ich ja, wenn ich das will, einfach jetzt zum Beispiel anhalten und sagen, er soll nochmal mindestens 20 Meter tiefer graben. Und hier, das macht er richtig schön. Das war ja von mir. Aber hier? Ist das ein Monster? Irgendwas schlägt hier. Das gefällt dem David nicht. Ich kann noch ein paar Fackeln hier oben an die Decke klatschen. Das ist hier. Was hatte ich hier für Abstände? 1, 2, 3, 4. Warte. 1, 2, 3. Alle 4, okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, ist das nicht herrlich. So, und hier. Hier, das seht ihr, hat er mir die Kohle übrig gelassen. Hier ist gerade die Grenze von dem Chunk, deswegen sieht das ein bisschen eigenartig aus. So. Und hier kann ich jetzt mir die Kohle schön abpickern. Kann ich halt dahergehen und sagen, pick, komm her. Und schon habe ich meine Kohle. Hier oben genauso, wenn ich rankäme. Hey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss hochspringen, um an meine Decke zu kommen. Das, nee. Sehr schön. Hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Ich kann bloß nicht abbrechen. Ah, vielleicht weil ich die Fackel gesetzt habe. Ich glaube nicht. Ich gehe mal raus, dass eine Monster besiegen. Nee, dass das noch Amok läuft. Das ist richtig gut. Also,
Die Mods, die sind mittlerweile schon richtig gut. Wo du bist da? Ne, das war nicht der. Kannst mir nicht sagen, dass der dort geschlagen hat und ich habe das gehört. Hier ist irgendwo noch einer. Ich schau mal. Du kannst mir nicht erzählen, dass das der ist. Das ist der? Was ist dein Problem? Junge! Passt. Mal gucken, ob ich ein Feuerwerk treffen kann. Ups. Das war wieder zu viel. Haha. Sehr schön. Ah, das gefällt mir. Ne, diese Feuerwerksmod, die hat's in sich. Die ist cool. Ja, da war ich ein bisschen aktiv. Ah, ich hatte halt so einen scheiß stressigen Tag auf Arbeit. Entschuldigung für den Kraftausdruck, aber Arbeit war halt so anstrengend. Da macht es mir gerade richtig Spaß, einfach bloß Blödsinn zu machen. Ach, muss auch mal sein. Genau, ich wollte mal schauen, wie es bei meinem Tempel ausschaut. Und ich werde meine Grabemod wieder abbauen. Jetzt habe ich gerade gar keinen Bock mehr, die Videos zu machen, weil jetzt habe ich Hunger. Habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Ich war vorhin einkaufen, da gab es mal wieder Pasta. Das heißt, ich werde mir heute Abend Nudeln machen. Ein bisschen was, eine Bockwurst anbraten, die mit rein und Käse drauf. Ist jetzt nichts Weltbewegendes? Hä? Habe ich gerade Farbe generiert? Auch nicht schlecht. Ich werde mal von jeder Farbe eine mitnehmen. Besonders blau und grün brauche ich ja. Eine Farbe. Und eine Regenbogenfarbe nochmal. Ach nee, das reicht. Die anderen nehme ich einfach. Baue ich einfach so wieder ab. Ach ja, ich wollte. So viel zu tun. So wenig Hirnschmalz. Ich habe mir ja letzte Woche Montag mein E-Book geholt. Jetzt kann ich auch elektronisch Bücher lesen. Uhuhu. Ich hatte vorher manchmal auf dem Tablet gelesen, aber das ist relativ groß und naja, nicht unbedingt so dolle. Und weil ich halt momentan ein Anime geschaut habe, oder momentan vor letzten zwei Wochen, wo ich krank war, und ich so begeistert war und ich es kaum erwarten kann, bis nächstes Jahr die nächste Staffel rauskommt, habe ich mir gesagt, ich muss die Bücher lesen. Ich muss wissen, wie es weitergeht. Sieht gut aus. Ah, da fällt mir ein. Ich wollte ja mal. Warte mal, ich habe da irgendwo hier unten meinen Steinbruch. Irgendwo hier hatte ich einen Steinbruch. Das weiß ich noch. War das hier? Nee. Da ist er. So.
Hol ich mir mal kurz ein paar Steinchen. So 48 waren es, glaube ich. Oder 80. Ich weiß es gerade nicht mehr so genau. Ich nehme einfach mal ein paar mit. So. Ich kann den Kristall rausnehmen, wenn meine Hand vielleicht so 5 cm vom Kristall weg ist. Wenn sie genau drüber ist, so geht's nicht. Ah, das ist interessant. Wenn ich die versuche so zu greifen, dann kann ich den Kristall erstmal nur greifen, wenn ich wirklich so seitlich den einfach wegsnatche. So. Wupp. Und dann kann ich ihn nur wieder, wenn er nah dran ist. Aber hier, wenn ich... Okay, jetzt geht's so. Also wenn ich wirklich versuche, den nicht zu greifen, dann kriege ich den nicht raus. Aber hier, wenn ich einfach nur so greife... geht das. Komisch. Nee, weil es hat sich immer halt beschwert, dass der den Kristall nicht aus dem Eimer rausbekommt. Es ist halt immer wieder interessant zu sehen, wie abartig komisch manche Menschen spielen. Jetzt nicht negativ gesehen, sondern einfach im komischen Sinne. Weil ich spiele jetzt seit vielen, vielen Monaten. Und ich habe da noch nie wirklich ein Problem mit gehabt. Oder es ist mir halt nie aufgefallen. Den einfach so rausnehmen? Geht. Äußerst mysteriös. Da sind liegen Kristalle rum. Wo kommt ihr denn her? Dürft ihr das sehen? Bam 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 bam. Hier ist ein Haufen Zeug noch für mir drin. Müsste ich mal aufräumen. So. Gucken wir uns mal die Statue an. 54 waren es. Ja, die habe ich doch hier. Ah. Schneller, schneller, schneller. Land draußen die kleinen Belger. Das Wasserspiel vor meinem Fenster, das zieht ja wirklich Menschen an, alt wie jung. Alle drehen an der Kurbel, um so einen kleinen Wassersprudel zu machen. Das hat so eine Glassäule unten mit Rotor und einer Kurbel dran, da kannst du kurbeln und dann hast dann in der Wassersäule so einen kleinen Strudel, so ein Tornado darstellen. Noch eins höher? Glaube ich bald nicht. Ja, das war 1 zu viel. Da habe ich irgendwo... Ah! Und hoch zu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Das ist ein bisschen zu viel. Ja. So. Und hier.
hier. Sehr hübsch. So. So. Kriege ich die auf 4x4? Warte mal, der Eingang soll ja hier sein, also ist so. Was sind die Kristalle, die ich von uns hatte? Kristall! Kristall! Bam. Ist schon cool. Jetzt wird es schon wieder duster. Die Bäume sind doch schon wieder da. Ich mag die Bäume nicht. Kohle. Ja, komm her, du hässliches Vieh. Oh, da oben ist einer. Mal sehen, ob ich den treffe. Erwischt. Schade. Ja, was machen wir denn da heute eigentlich? Uff. Melzen habe ich tatsächlich keinen Bock. Da haben wir jetzt auch schon alles schön gemacht. Hier ist ohne alles hübsch. Gefällt mir. Alles hübsch. Alles hübsch. Langsam habe ich echt Knast. Ich habe Knast in den Gamaschen. War am Wochenende bei Freunden in Hessen gewesen. Und da war unter anderem ein Mädel, die kommt aus Leipzig, lebt aber jetzt schon seit 10 Jahren in Essen. Und die auch so, ja, ich bin ein Wossi. Das ist ein Ossi, der ein Wessi geworden ist. Fand ich ganz putzig. Also Wossi habe ich so auch noch nicht gehört. Dumpic Studio hat er vorgeschlagen, dass es vielleicht mal eine Mod geben könnte, mit der man so Pixelarts machen kann, also Instant-Bild bauen kann, wenn man da eine JPEG vorher hochlädt. Möglichkeit besteht, also es gibt da zum Beispiel diese Plasteperlen, die man dann halt so zusammenschweißen kann, indem man da mit einem Bügeleisen drüber geht. Bügelperlen, also heißen die, glaube ich, auf Deutsch.
Und es gibt halt eine Java-Datei, mit der man in JPF oder JPEG-Datei oder eine normale Bilddatei halt umwandeln kann in so eine Vorlage, damit man die direkt halt mit seinen Perlen nachbauen kann. Und wenn man sowas halt nimmt und den Code einfach in so eine Blaupause für eine Unreal-Mod setzt, könnte man theoretisch das auch in CubeVR setzen. Fände ich cool, weil dann bräuchte ich mir nicht die Mühe machen, das immer selber zu bauen. Wobei das ja auch Spaß macht. Sonst würde ich es ja nie machen. Ach, jetzt wäre ich auch noch müde. Hätte ja die Nacht mal schlafen können, aber nee. Ist halt momentan immer noch ziemlich warm. Und da irgendwie erholsam Schlaf zu finden, ist schon ein bisschen nervig. Aber es soll ja die Tage mal ein bisschen... Warum brauche ich eigentlich so lange? Bist du eine Kupferspitzachs? Du bist doch Eisen. Du bist Gold? Na, ich bin ein Trottel. Na, wenn hier Gold ist, da brauche ich mich ja nicht zu wundern, dass es nicht wird. Heute ist ja, oder die Woche, sagen wir mal, damit das ein bisschen allgemeiner ist, ist ja das 5-jährige Jubiläum von Fate Grand Order, das Handyspiel, was ich schon seit 5 Jahren spiele. Und da gab es endlich Caster Atoria als Support-Einheit. Haben wir ja 2 Jahre drauf gewartet. Und ich habe ja gewusst, dass das ein richtig guter Support ist. Deswegen habe ich sie mir auch geholt. Und ich habe die heute mal ausprobiert. Zu wissen, dass sie gut ist, ist eine Sache. Aber das dann live zu sehen, ist was anderes. Also, das hat ja schon nichts mehr mit Taktik zu tun. Das ist wirklich bloß noch pure Macht. Ach, schade. Hätte ja klappen können. Hab schon Gold. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, ist ja schön blöd, wenn ich mir das Gold entgehen lassen würde. Brauche ich jetzt auch keine blaue Fackel, weil ich kleppe mir einfach alles weg. Dort, wo die Spitzhacke halt mehr wie einen Schlag braucht, weiß ich, da ist Gold. Warte mal, die Kohle nehmen wir auch einfach mal mit, weil ich es kann. Aber das scheint es jetzt so tatsächlich gewesen zu sein. Bloß noch Kohle. Ja. Nein. Das sieht gut aus. Ich habe blaue Farbe da, ich könnte mir eine Fackel machen. Da würde ich es definitiv sehen. Aber einfach mal so ins Blaue hineinschlagen. Ist doch auch nicht schlecht. Warum kommt dann das Tier?
Dauert eine Weile, aber es geht. Jetzt haben wir mal eine normale Fackel. Am besten an der Decke. So. Na komm. So. Der Kumpel von mir, der hat auch sein Glück heute in Fate Grand Order versucht. Der hat ja seinen eigenen Account und der hat vor knapp einem Jahr den Account von seinem Freund bekommen. Da hat der Freund gesagt, du, ich spiele nicht mehr. Wäre aber schade um das ganze Geld, was ich reingesteckt habe. Ich habe halt gute Einheiten. Kannst es ja selber benutzen. Lass ihn ein bisschen am Leben, vielleicht komme ich in 3-4 Jahren mal zurück. Und ja, heute war halt 5-jähriges Jubiläum, da gab es einen garantierten Gacha. Das heißt, für 15 Euro konnte man mindestens eine super, super seltene, also eine 5-Sterne-Karte bekommen und eine garantierte 4-Sterne-Karte. War dann auf Erscheinungsjahre aufgeteilt. Ich habe mich fürs 5. Jahr entschieden, weil da war Super Orion dabei. Hätte ich gerne haben wollen. Das ist Orion in seiner Blütezeit. Ein Kraftpaket und wenn der ernst macht, der klatscht so im Bud Spencer-Stil einfach nur boom, alles in Grund und Boden. Macht viel Spaß, den zu spielen, besonders in Herausforderungsquests, wo er halt wirklich zeigen kann, was er kann. Ich habe Space Ishtar bekommen, so ziemlich die beste Einheit, um einfach nur allgemein Zeug zu erfahren. Hatte ich vorher schon einmal gehabt, das heißt, ich habe die jetzt auf Spezialstufe 2. Was bedeutet, die macht jetzt noch mehr Schaden. Also, gut gelaufen. Leider nicht Orion, aber Space Ishtar ist nicht schlecht. Und als 4-Sterne-Karte habe ich Okita Sochi. Das ist ein historischer Mann gewesen, der einer der letzten kaiserlichen Polizisten der Shinsengumi gewesen ist. Und den gab es halt in der Odyssee. Ist ja Genderbender. Ist ja als Frau. Und die gibt es halt als Sommerversion. Ist halt relativ cool gemacht. Weil von jedem anderen Charakter gab es irgendwie gefühlt schon mindestens einen Sommercharakter. Und von Okita gab es gar nichts. Weder Sommercharakter noch mal irgendeine Quest, dass man ihre Skills verbessern könnte, wie für alle anderen Charaktere. Nicht. Und ja, auf einmal gab es halt eine Sommerversion. Das ist relativ cool. Die hat so einen Raketenrucksack und düst dann einfach auf den Gegner zu und explodiert. Hat so ein bisschen was von Full Metal Panic. Da gibt es halt so ein Lambda Drive. Das ist halt so eine Engine, die halt Gedanken in Energie umwandeln kann. Und so was Ähnliches hat die halt auch. Ist relativ cool gemacht. Wenn man es kennt, mag man es. Ansonsten ist es halt einfach nur putzig. Boing, 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 boing. Ja, das ist schön. Hat sich gelohnt. Und auf alle Fälle, Castoria kam ja dann. Und man kann halt einen einzelnen Zug machen oder man kann immer so einen 10er-Zug machen. Ein Zug kostet 3 Saint Quartz, also ein Saint Quartz ist etwa 1 Euro, wenn man den kauft. Man kann die im Spiel auch erwirtschaften und es gab auch zum Jubiläum einige viele. Und ja, ich habe tatsächlich meinen ersten 10er-Zug, 30 Kristalle ausgegeben und habe Castoria bekommen. Ja, ich habe extra 500 Kristalle angespart, habe sie gleich gekriegt. Bin ich nicht böse? Ach, das ist, ich wollte ja mein Gold wegschaffen. Das habe die Einheit gleich auf Level 90 hochgebracht, was so das normale Maximallevel ist, ohne dass man einen heiligen Gral einsetzt, um die noch höher zu treiben. Also Level 90 ist Maximallevel und die hat 3 verschiedene Skills, die man bis Level 10 bringen kann. Auch alle 3 gleich auf Level 10 gebracht. Da braucht man halt verschiedene Materialien, die man erfahren kann, wie Dracheneier, Knochen. Massenhaft Knochen. Also Knochen sind so Standardgegenstände, die man immer und überall eigentlich bekommt, weil es gibt viele Skelette, die man besiegen kann. Aber einige Einheiten brauchen unverschämt viele Knochen.
Also Shuten Doshi, eine, die ich vom Charakterdesign sehr schön mag, auch so von der Story dahinter, die brauchte ja für pro Skill, ich glaube, 120 Knochen oder so. Wenn du 3 Skills hast, oder, das, oder insgesamt 120 Knochen. Insgesamt, Entschuldigung. Aber das ist unnormal viel. Zumal du ja auch einfach immer ewig lange brauchst, um diese ganzen Knochen zu bekommen. Ewig oft diese... Die sind ja nicht immer stark, die Gegner. Das sind ganz einfache, kleine Skelette. Die guckst du an, und dann sind sie schon kaputt. Hier war auch alles voll. Gut. Okay. Aber es ist halt sehr anstrengend. Und einige sind sehr selten. Da haben zum Beispiel, ich glaube, das waren Yggdrasil-Eier. Oder ne, irgendwelche anderen super seltenen Eier. Die haben eine Drop-Chance von 12% pro Durchlauf. Ein Durchlauf, wenn man den macht auf so einer Karte, dauert 3 Minuten. Wenn man gute Einheiten hat, so wie ich. 5 Minuten, wenn man nicht so gute Einheiten hat. Da braucht man schon ein bisschen was. Hab ich im Januar war mir schon alles zusammengesammelt, weil ich wusste ja 1,5 Jahre im Voraus, was er braucht. Ah, die ist schon richtig. Macht schon Laune. Jetzt habe ich noch einen Haufen von meinen Quarzen zum Beschwören übrig, weil ich brauche das ja nie. Und jetzt ist bald das normale Sommer-Event für dieses Jahr. Da gibt es einige Einheiten, die ich gerne haben würde. Zum Beispiel Tomoe Gozen. Die gibt es in der Sommerversion und die hat halt einfach ein VR-Headset auf. Die setzt sich eine PlayStation VR auf, hat 2 Beat Saber-Dinger in der Hand, dann hat die so eine Karte, wo die so aller Thron Beat Saber-mäßig durchfuchtelt und in der Realität zerschnetzelt die Gegner. Aber es ist halt einfach diese VR-Referenz, finde ich halt cool. Und Abigail Williams, bekannt aus den Hexenverbrennungen von Salem, die gibt es halt als normale Foreigner-Klasse. Foreigner-Klasse, das ist so eine Klasse, wo halt verschiedene historische Helden mit einem Other-God, also einer Gottheit aus dem Lovecraft-Universum, also Cthulhu und so weiter, besessen worden ist. Und die gibt es halt auch als Sommerversion dieses Jahr. Ist relativ putzig. Also ja, ich habe genug Punkte übrig. Und mein Kumpel, der hat 400 Punkte ausgegeben auf seinem Account, um Questoria zu bekommen, was umgerechnet 400 Euro sind. Die er natürlich nie ausgegeben hat, die hat er sich erspart und erformt im Spiel. Und auf dem zweiten Account, den er hat, hat er 1000 Quartz ausgegeben. Also der hat insgesamt 1400 Euro ausgegeben. Und es gibt viele, die wirklich richtig viel Geld reinstecken. Das habe ich damals gesehen, als Merlin rausgekommen ist. Was haben die Leute für Geld reingepumpt? Da hast du richtig gesehen, die gibt ja immer so diese monatliche Bilanzen. Und immer wenn irgendeine gute Support-Einheit kommt, schießt das durch die Decke. Dürfte diesmal auch wieder passiert sein. Okay, genug about, genug über Fate Grand Order. Es geht hier um QPR. So, auf alle Fälle, danke fürs Zuschauen. Ich habe heute nichts gemacht, außer Feuerwerk angeguckt, was sehr geil ist. Und ich werde mir erstmal was zu essen machen, während das Video rendert, hochlädt und danach vielleicht heute Abend nochmal die Reviews. Ja, ansonsten, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zusehen. Ich werde langsam erschöpft. Ich habe schlecht geschlafen die Nacht, es ist warm. Ich werde irgendwann noch ins Bett gehen. Auf alle Fälle danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss.